Und hallo und herzlich willkommen und wieder zurück hier zu Nodreb, dem Starkax-Zwerg, der sich auf der Suche nach dem schwarzen Buch von Mordor macht. Kapitel 8.1 abgeschlossen. Wir lieferten das Buch jetzt hier bei Gandalf ab, aber Gandalf hat schon uns angesehen, dass wir ein anderes Anliegen noch haben, denn die Zelruka wollen aus den Eisenbergen jetzt Richtung Graue Gebirge. Aber Thorin der Dritte möchte sie nicht durch das Land lassen und will lieber Kampf oder Einschüchterung. Auf jeden Fall sind die Zwerge sich nicht ganz einig und wollen es offensichtlich ausfechten. Wir müssen eingreifen. Gandalf, wir brauchen deine Hilfe. Oder schwierig, wie es hier im Text steht. Erst herrschte Frieden, dann kam es zum Krieg. Danach folgte eine brüchige Waffenruhe. Mit den Jahren gerieten die Erinnerungen aber in Vergessenheit. Und es stand eine neue Freundschaft zwischen den Völkern, die durch die kürzlichen Ereignisse aber nun wieder in Frage gestellt wird. Durch die Zerstörung, die das Ende des ersten Zeitalters einläutete, wurde ganz Mittelerde erschüttert und es taten sich große Risse auf. Im Osten wurde die Festung der Zelruka vernichtet und sie wurden zu einem Volk ohne Heimat. Ihre Nachbarn zeigten sich wenig hilfsbereit. Aber König Durin der Zweite von Khazad-dûm hatte Mitleid mit ihnen und schuf ihnen im Berg Gundabad eine neue Heimat. Allerdings verschwanden die Zelruka in den Bergen und kamen nie dort an. Nur ein einziger Überlebender tauchte einige Jahrhunderte später auf. Er erzählte von den verschwundenen Zelruka und von Tafa-Gatol, einer Zitadelle, die sie angeblich in den Berg getrieben hatten. Der sprach mehrfach von den Reichtümern dort, die laut ihm denen von Khazad-dûm gleichkamen. Das war natürlich nur ein Gebrabbel eines Irren. Keiner hat diese Schätze je gefunden. Obwohl viele Langbärte und Zelruker nach ihnen gesucht haben. Ich glaube, diese Reichtümer hat es nie gegeben. Die Zwerge aus Khazad-dûm sind zwar im grauen Gebirge auf die Überreste einer uralten Grabung gestoßen, aber sie fanden dort nur Eisenerz und kein Mithril. Das kann also nicht Tafa-Gatol gewesen sein. Sie nannten den Ort Tikil-Gundu, die Stahlfestung. Und schon bald machte die Eisenproduktion dort der in den Eisenbergen Konkurrenz. Einige Gelehrte behaupten hinter vorgehaltener Hand, die Zwerge von Jarnfast hätten die Stahlfestung an die Zelruka verraten, um ihren Konkurrenten loszuwerden. Die Zelruka sahen die Stahlfestung nämlich als ihr Eigentum an. Es lässt sich nicht zweifelsfrei sagen, ob die Zwerge der Eisenberge das tatsächlich getan haben. Aber es scheint mir doch wahrscheinlich. Seitdem wachen die Zelruka sehr aufmerksam über ihren Besitz im grauen Gebirge. Diese Einstellung hat sich auch auf ihre Beziehungen mit zu anderen Völkern ausgewirkt. Wenn Botos Frostblut und die anderen Zelruka glauben, dass man sie von ihrem Besitz fernhalten will, werden sie nicht zögern, Blut zu vergießen, um das zu verhindern. Ich werde mich allerdings nicht in diese Gelegenheit einmischen. Kehrt zu König Thorin zurück und sagt ihm, dass er bei den Zelruka vorsichtig sein soll. Sollten sie das Gefühl haben, dass man sie ungerecht behandelt, können sie zu einem gefährlichen Gegner werden. Und die Zwerge des einsamen Bergs brauchen mehr Freunde, keine neuen Feinde. Na, bin ich mal gespannt, ob der Thorin der Dritte, ob der das wirklich so versteht. Gandalf hat wieder mal weise Worte gegeben. Die Zwerge brauchen mehr Freunde als Feinde. Ich glaube, das ist ein universeller Spruch, den man überall anbringen kann, ne? Wer braucht denn schon noch weitere Feinde? Ist doch immer gut, wenn man mit mehr Freunden sich bedeckt. Jetzt nicht Pseudo-Freunde, aber dass man sich wirklich freundschaftlich austauscht, das Gegenüber versteht
und zu einer gemeinsamen Einigung kommt, dann würde sich viel mehr Leid auf dieser Welt verhindern lassen, anstatt dass jeder immer auf seine Position und auf sein Drängen komplett beharren würde, ne? Leider ist das nicht so in dieser Welt. Aber ein jeder von uns kann daran arbeiten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, ich wollte schon sagen Amen, ne? Aber Amen passt wahrscheinlich auch. Aber sind wir jetzt gleich bei Zeruka? Nicht bei Zeruka, bei Thorin dem Dritten. Oh, ich muss mehr trinken irgendwie. Ich merke es schon im Hals jetzt wieder. Meine Stimme wird schwächer. Audi Juwelenschneider steht vor dem König. Was macht er hier? Audi, was machst du hier? Er hat erzählt, dass Bodus Frostblut und seine Zellruka gegen meinen Willen ins Talland vorgedrungen sind. Sie marschieren in Richtung des Grauen Gebirges. Zunächst stellte sich Durin ihnen in den Weg, aber er wollte kein Zwergenblut vergießen und ließ sie dann doch passieren. Allerdings ist er ihnen gefolgt, um sie zu beobachten und um zu verhindern, dass sie den Bewohnern von Tal und dem Land rund um den Eisenberg Schaden zufügen. Autui soll mich über den Vorfall informieren. Das ist eine absolute Unverschämtheit, Nodreb. Diese Zellruker waren unhöflich und sind weder mir noch meinem Volk freundlich gesonnen. Ich wurde beleidigt, das ohne Folgen. Ich will nicht sagen, dass ich meinen Sohn allein gegen diese Verräter hätte stellen sollen, aber ich wünschte, die Zellruker hätten für diesen Affront in irgendeiner Weise büßen müssen. Sie hätten es nicht gewagt, einfach so durch unser Land zu ziehen, wenn meine Krieger schon zur Stelle gewesen wären. Oder sie hätten mit Blut und Schmerz dafür bezahlen müssen. Sind dreist genug, sich einfach meinen Anweisungen zu widersetzen, aber doch zu feige für einen offenen Kampf. Begebt euch ins Graugebirge und sagt meinem Sohn, er solle nach Hause kommen. Diese Zellruker werden für diese Unverschämtheit büßen. Aber das ist nicht Durins Aufgabe. Er soll an meiner Seite stehen und von mir lernen, was es bedeutet, König zu sein. Okay, hinterher. Dann ab hinterher. Suchen wir Durin. Der hat schon immer seinen eigenen Kopf gehabt, ne? Der hat wahrscheinlich auch keinen Bock, an Seite von Thorin dem Dritten, seinem Vater, hier in dem Berg zu versauern, quasi. Wo Hofknicks so und Höflichkeitsfloskeln lernt, ne? Na gut. Gandalf untersucht dieses Buch. Wir untersuchen jetzt, wir folgen jetzt Durin ins Graue Gebirge. Während Durin die Zellruka-Zwerge verfolgt, die einfach mir nichts, dir nichts durch das Land gegangen sind. So, wie weit müssen wir denn hin? Bis zu Dom Goru. Bin ich da schon hin? Ja, das habe ich ja schon aufgedeckt irgendwie, ne? Habe ich das vielleicht schon, habe ich den. Habe ich das vielleicht schon mal. Da, ich könnte auch direkt Schnellreise machen. Nee, das machen wir nicht. Wir reiten direkt hin. Müssen wir aber das andere Pferd nehmen. Das ist schneller.
Das Kriegsross. So, also sind sie jetzt wahrscheinlich südlich von Tal vorbeigezogen, ne? Hier lang, hier rum, hier rüber und dann hier am Rabenhügel vorbei. Ja. Hier lang oder ist es falsch? Oh ne, das ist falsch. Der Weg führt da unten rum lang. Ach, ist es noch nicht am Rabenhügel? Es ist vor dem Rabenhügel sogar vorbei, oder? Ah ne, da geht's rauf. Ach ja, hier, da unten. Bin noch zu weit im Norden gewesen. So. Ups. Gott. Ich habe leider die falsche Taste gedrückt gerade eben. Geschwindigkeitstaste wollte ich drücken. Dass das Pferd hier schneller reitet. Mal gucken, vielleicht machen wir doch noch eine weitere Folge. Gibt es die ersten Quests hier? Okay. Ja, schon mal deutlich schneller als mit dem normalen Pferd. Miezekatze schläft. Einen neuen Platz gefunden. Leicht schräg hinter dem Greenscreen. An der Wand. Auf dem kleinen Täschchen. Scheinbar der neue Lieblingsplatz zum Schlafen. Kann sie mich beobachten? Ist geschützt. So, Domgoru, das muss es sein, oder? Das ist Domgoru. Oder? Nee, ist es gar nicht. Das hier ist nur. Das ist Furuk Mekem, das Südtor. Ach, Domgoru kommt als nächstes. Wie sieht eigentlich bei mir, nee, den Ruf wollte ich nicht machen. Der Ruf sieht scheiße aus. Der macht ja auch, Notrep macht ja auch fast gar nichts, außer das Hauptbuch. Ne, ich wollte die Fähigkeiten anschauen. Ja, hier. Praktisch nicht. Durin steht im windgepeitschten Gras auf der Höhe, ne? Ja, hier. 80-80, also er ist ziemlich.
ziemlich schlecht hier an den Stellen, ne? So, Durin. Sollt ihr mich zu meinem Vater im einsamen Berg zurückbringen? Hat mein Vater euch geschickt, damit ihr mich zurückbringt? Brutus, Frostblut und seine Zelruka sind schon weitergezogen. Jetzt, wo ich diesen Ort mit eigenen Augen sehe, kann ich zumindest zum Teil verstehen, wieso sie gegen den Willen meines Vaters unbedingt hierher kommen wollten. Durin schaut sich auf dem felsigen Hochland um und schaut zu den gewaltigen Gipfeln des grauen Gebirges hoch. Erkennt ihr es nicht auch? Die riesigen Berge, die unberührten Täler, die verborgenen Tiefen unter ihnen? All das verspricht eine Menge Abenteuer. Der Thronsaal meines Vaters ist nicht der richtige Ort für mich. Ich sollte meine Zeit nicht dort mit Studien und Müßiggang vertun, wie er es getan hat. Nein, ich gehöre hierher, in die unentdeckte Wildnis. Ich werde hier nach den verlorenen Schätzen suchen, wie es mein Volk schon seit 1000 Jahren tut. Nur so werde ich den Ruhm finden, der mir zusteht. Onkel Nein würde das verstehen, auch wenn mein Vater sicher anderer Meinung ist. Ich werde erst zurückkehren, wenn ich bewiesen habe, dass ich meinen großen Namen zurechttrage, Notreb. Wisst ihr noch, was wir im Eisenbruch geschafft haben? Ihr wart mein treuer Gefährte und ein guter Freund. Ich bitte euch daher, meine Abenteuer hier gemeinsam mit mir zu bestreiten. Zusammen werden wir Großes erreichen. Jetzt gucken wir uns mal diese Berge an hier. Da. Und da sind riesige Berge da oben. Das könnte wirklich gut was sein hier, ne? Nee, machen wir nicht. Kapitel 8.3. Ein ungastliches Land. Es wird genug Abenteuer für uns beide geben, Notrip. Da bin ich mir sicher. Ich werde nur ungern auf die Zeit in Janfas zurückblicken. Denn dort waren Ruhm und Ehre unerreichbar. Aber ein Gutes hatte die Gefangenschaft doch. Ich habe viele Geschichten gehört und viele Karten studiert. Und jetzt, da wir im grauen Gebirge sind, kann ich mir all das anschauen, über das ich gelesen habe. Nordwestlich von hier sollte ein schmaler Durchgang sein, die Wurmpforte. Er wurde von den Drachen geschaffen, die aus dem Norden kamen. Schauen wir nach, ob einige ihrer Nachkommen noch dort leben, und bezwingen wir sie, falls dem so ist. Ich möchte außerdem durch die Wurmpforte zur verwelkten Heide, um den großen Amboss mit eigenen Augen zu sehen. Er hat meine Vorstellungskraft schon als Kind beflügelt. Gut. Aber wir werden erstmal hier den Stallmeister aufsuchen. Und hier gibt es doch bestimmt auch. Konnte man hier nicht auch irgendwo sich binden oder so? Nee, ne? Hier nicht, ne? Nee, ging hier nicht. Naja. Ab zum Amboss. Durin. Da unten ist die schmale Spalte. Hier ist er. Das hier ist er. Acht Feinde hier an der Wurmpforte. Ladbär, okay. Da oben ist noch ein Türmchen mit Resten drauf, ne? So, sind wir jetzt schon an der Wurmpforte? Jetzt sind wir an der Wurmpforte. Hier.
Das war der erste. Das war der zweite. Ein Widder. Junge Eisdrachen, okay. Also wir haben jetzt jedenfalls genug gekillt. Zumindest genug fürs Quest. Er will noch hoch zur verweckten Heide zum Amboss. Neue Aufgabe. Kalte Heide. Jetzt müssen wir hier noch das Eis wegmachen. Gefrorene Seite. Die Harfen singen laut und das Feuer brennt nieder. Unsere Gedanken schweifen in die Ferne wieder. Als weit im Norden bei den fernen Zwergen die Ambosse klangen unter den grauen Bergen. Okay. Ein Frostgrimminger. Ich habe den Eindruck, die Frostgrimmigen werden wir nicht so. Ach Scheiße, es würde eine Aufgabe gestartet werden. Nee. Das machen wir nicht hier. Was habe ich denn jetzt hier für eine komische Fliege? Wilde Eisdrachen. Okay, die dicken Drachen haben wir jetzt weg. Jetzt brauchen wir noch mal ein paar Frostgrimminge und so. Da drüben ist noch ein Frostgrimminge. Gut. Noch eine Aufgabe. Durin starrt den Amboss gedankenverloren an. Ach, da drüben ist Durin. Okay. Nodreb, wie viele Zwerge haben wohl schon auf seiner glatte Oberfläche geschaut, an dem Spiegelbild gezweifelt, das sie sehen konnten, und sich gefragt, was die Zukunft wohl bringen wird. Vertrauten sie auf die Antworten, die sie in ihren Herzen fanden? Langbärte kommen hierher, um Schätze zu finden oder ein Wissen zu kommen, und es heißt, mehr als ein Zelruka-König sei bei seiner Suche nach der Zitadelle auf der Heide gestorben. Dobrutz, Ilkun, ich erinnere mich nicht mehr an ihre Namen. Meine Lehrer wären jetzt sicher beschämt und enttäuscht.
wie auch immer sie hießen. An ihr Schicksal kann ich mich noch genau erinnern. Wie könnte ein junger Zwerg solche Geschichten auch vergessen? Einer der Könige war auch auf der Suche nach den Überresten seiner Ahnen und einem Weg nach Tafagatol. Seine Zwerge gruben unter dem Amboss und verursachten versehentlich einen Einsturz. Der Gletscher brach in zwei und aus der Spalte stoben hunderte Eisdrachen, die durch den Vorfall erwacht waren. Die wenigen Zelruka, die den ersten Angriff überlebten, flohen zurück in die Stahlfestung. Der Rest starb hier. Laut meinen Lehrern war es Zwergenfeuer, das das Eis schließlich zum Schmelzen brachte, sodass die meisten Drachen wieder darin eingeschlossen wurden. Allerdings habe ich auch gehört, dass einer der Zauberer den Spalt verschlossen und den Amboss repariert haben soll. Ich frage mich, welche Geschichte wohl stimmt. Jetzt, da ich den Amboss mit eigenen Augen sehe, fällt es mir schwer, seine Schönheit in Worte zu fassen. Allerdings gesellt sich zu der Bewunderung für die Schönheit auch ein Gefühl der Anspannung. Vergessen wir nicht, welche Schrecken hinter seiner glänzenden Oberfläche schlafen, Nodreb. Achten wir darauf, sie nicht zu wecken. Lassen wir den Amboss also hinter uns und sammeln wir stattdessen einige Trophäen von den Drachen und Würmern, die zwischen den dampfenden Geysiren der verwelkten Heide leben. Ich habe einen Plan, für den wir sie brauchen. Aber sammeln wir die Trophäen auch in Gedanken an die Zwerge, die in Sichtweite des Ambosses gestorben sind. Jetzt müssen wir noch Trophäen sammeln. Ach, einfach nur noch ein paar Viecher killen hier. Ein paar Drachenzähne. Wurmhäute, okay. Ich brauche noch ein paar Frostgrimmige hier. Da. Hier noch alles. Oh. Ah, hier. Da unten ist dann noch Eis. Jawohl. Der Rest ist hier drüben. Killen wir noch ein paar Drachen nebenbei. So, noch einer. Oben sind noch welche Eisdinger und noch einen Frostgrimmigen auch noch. Ja, Frostgrimmigen, genau. Da haben wir den doch zumindest schon mal besiegt. Jawohl, das war der erste. Aber wahrscheinlich doch, es war die allererste Aufgabe, die ich sogar gemacht habe hier. Muss auch weitergehen. Ich muss ja noch Wurmhäute kriegen. Noch
noch unnatürliches Eis, noch 2 Stück. Und noch Wurmhäute. Also hier muss es noch Würmer irgendwo auch geben. Ach Mann. Ich muss mal ein anderes Pferd nehmen. Hier müssen wir die Ziege nehmen. Wir sind hier im Gebirge. Können wir schlecht reiten, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? Das kommt mir bekannt vor. Instanz, der Amboss der Winterschmiede. Ja. Gut. Das ist schon mal gut, dass ich den aufgedeckt habe. Dann braucht man hier wenigstens wegen der Instanz nicht nochmal hinlatschen. So, aber wo sind jetzt diese Würmchen? Da ist zumindest nochmal ein so ein Eis und da hinten ist noch so ein Eis. Da drüben auch. Ach, hier sind gar keine Würmchen mehr. Die sind alle weiter im Süden. Okay, gut. Na dann. Dann war ich hier wohl nur noch, um den Amboss oben zu finden. Gut. Die komischen Buchseiten kann ich auch wegtun. Das mit den Buchseiten ist sowieso auch so ein Quest, was man abbrechen kann eigentlich, ne? Eigentlich müsste man die genau in der Reihenfolge, Seite 1, 2, 3, 4 und so weiter, sich genau in der Reihenfolge einsammeln und anhören, damit man die Geschichte auch als Ganzes hat, ne? Könnte sein, dass das im Haus man sich das anhören kann. Ne? Ich glaube, das ging. Konnte, glaube ich, die gesamte Geschichte dann im Haus sich anhören. Als Hausgegenstand. Ich glaube, das werde ich dann nochmal irgendwann mal machen. Und dann nehme ich das nochmal als extra Video auf, ne? Die ganzen Buchgegenstände, ne? Hier haben wir doch schon den ersten Mithrinwurm. Erste Haut, jawohl. Zwei. Mal versuchen wir es mal möglichst hier oben gleich zu machen. Nicht, dass wir dann hier oben gleich wieder zu Durin zurück müssen. Und dann latschen wir durch die halbe Gegend hier. Und wir müssen nie wieder hier oben zu ihm zurück, ne? Ja, wusste ich doch. Sprecht mit ihnen in der verwelkten Heide. Das war klar. Der betrachtet jetzt hier die ganze Zeit den Amboss, ne?
Das ist ungefähr so wie der Spiegel in Harry Potter, oder? Wo sie einen dann an, wo man sich dann drin sieht und dann, ah, oh, was könnte nur alles aus mir werden? Ah, diese Zähne und Häute sind genau das, was ich brauche. Ich danke euch, mein Freund. Wir sollten jetzt aufbrechen, denn je länger ich das glatte Eis des Ambosses schaue, desto schwerer fällt es mir, es zurückzulassen. Es ist, als besäße die Oberfläche eine seltsame magische Kraft. Spürt ihr das auch? Kommt, wir gehen, Notreb. Wenn wir nach Süden reisen, zurück durch die Wurmpforte und dann etwas nach Westen, sollten wir zu einer Schlucht kommen, die nach Norden nach Sturmmauer führt. Ich möchte mir zunächst den Weg nach Sturmmauer ansehen, bevor wir Dizelruka suchen. Und solange wir in den Tälern des Eremitien sind, sollten wir noch einige Trophäen sammeln. Bitte beschafft mir ein paar Flügel von Drachenbrutlingen und brennenden Schuppen. Ja, und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.